Schubsen, Schieben, Reißen, Drängeln. Chaotische Szenen in Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein. Der Zug ist voll, aber alle wollen mit. Diese Privataufnahmen, die Bild vorliegen, sorgen auch in sozialen Netzwerken am Wochenende für viel Aufsehen. Entstanden sind sie offenbar am 19. Juli. Wie ein Bahnsprecher Bild auf Nachfrage mitteilt, kommen am Dienstagabend zahlreiche Strandbesucher gleichzeitig zurück zum Bahnhof. Zu viele für diesen Zug. Ein Sprecher der Bundespolizei teilt Bild mit, die Beamten mussten mit 3 Streifen anrücken, um für Ordnung zu sorgen. Denn bei diesen Szenen ist kein sicherer Zugbetrieb möglich. Die Szenen aus diesem Video und das aggressive Verhalten mancher Fahrgäste machen uns betroffen, teilt die Bahn weiter mit. Ein zusätzlicher Zug habe die Lage dann entspannen können. Letztendlich hätten alle Fahrgäste weiterreisen können. Immer wieder kommt es in der Region in letzter Zeit zu besonders vollen Bahnsteigen und Zügen. Die Bahn versucht mit zusätzlichen Zügen und Bussen alle zu transportieren. Aber das geht nur mit gegenseitiger Rücksichtnahme.